Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Stormblood im Story-Modus. Und jo, ihr seht's, traurige Tage, denn heute ist leider Konrad von uns gegangen. Naja, eigentlich in der letzten Folge, aber ihr wisst, was ich meine. Und jo, Lise muss jetzt sich wohl entscheiden, was sie tun wird. Wir müssen uns auch entscheiden. Und darum würde ich sagen, wir legen mal los. Sorry, aber Alfino steht in Schoki drin. So, komm mal, Schoki. So, kannst du denn in Alfino drin stehen? Konrad wollte die Grania Lupi verschonen. Sie waren Migiten. Er wollte ihnen die Wahl geben. Und es ist kaum zu glauben, aber er hatte sie so weit. Sie waren bereit, die Waffen zu strecken. Und da haben die Galliar gefeuert. Konrad ist durch die Hand des Feindes gestorben. Aber die Grania Lupi durch die ihrer eigenen Befehlshaber. Was für eine unglaubliche Brutalität. Sie haben ihre Leute unter den Trümmern des Turms begraben, den sie für Xenos mit ihrem Leben verteidigten. Selbst im Krieg kann doch nicht alles erlaubt sein. Wie es ausschaut, leider doch. Zumindest in hier. Zumindest in Xenos einer Gedankenwelt, sage ich jetzt mal. Dunkle Stunden. Es tut mir leid. Ich hätte beinahe die Fassung verloren, wo ich doch gerade in einem solchen Augenblick ruhig bleiben sollte. General Raubern hat den Rückzug befohlen. Einer weiteren Salve von Castrum Albania dürfen wir uns nicht aussetzen. Wir sollten Konrad von hier wegbringen, wir selbst. Das ist das Mindeste. Such du Alize und komm mit ihr nach Alagiri. Dann besprechen wir das Weitere. Jo, alles klar. Ali. Ah, da. Aber. Wende der Quelle. Also, ich muss schon sagen, also, Xenos ist echt ein. Echt ein übler Zeitgenosse. Sagen wir es mal nett ausgedrückt. Kehrt nach Alagiri zurück. Versucht nicht, anderen zu helfen. Das übernehmen wir. Was für eine Verwüstung. Sag schon, hast du Alfino gefunden? Yep. Alfino, Lise, alles okay. Außer, naja, genau. Kommandant Konrad? Oh nein. Gut, wir kümmern uns fürs Erste nur noch um die Schwerverletzten. Die wir unterwegs treffen und kehren dann rasch nach Alagiri zurück. So sollte es sein. So. Ups, da ist ein Tor. Ah. Hier sollten irgendwo Schwerverletzte sein. Hä? Hallöle? Ah, da. Ein Galliar. Kein Problem. Der braucht auch Hilfe. Warum hilfst du mir? Wir sind doch Feinde. Ich ergebe mich. Ich will nie wieder kämpfen. Ich habe es von Anfang an gehasst. Seit sie mich eingezogen haben. Ja, ja. Alles wird wieder gut. Zumindest hoffentlich. Alles machen wir zu Fuß, oder? Ja, ja. So. Dafür muss ich wohl raus hier. Ist er bei mir? Ja. Da ist einer. Ja, da hinten wird wahrscheinlich noch einer sein. Vielen Dank. Es geht sicher gleich wieder. Lass mich nur rasch den Verband neu wickeln. Ja, mach mal. Ich könnte ja Schoki da lassen, aber Schoki hat keinen Bock auf dich. Tut mir leid.
Da ist noch einer. Also ein bisschen angrapschen hilft immer, wie ihr seht. Historia. Bist du das? Vielen Dank. Auf einmal ist mir schwarz vor Augen geworden. Aber jetzt geht es schon wieder, glaube ich. Da bist du ja, Historia. Wir haben Konrad erst einmal aufgebahrt. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Die Bestattung werden wir nachholen, sobald sich die Wellen etwas geglättet haben. Es ist schwer, in so einer dunklen Stunde einfach weiterzumachen. Aber wenn wir unseren Feldzug nicht fortführen, hat auch Konrad sein Leben umsonst gegeben. Wir müssen seinen Willen für ihn zu Ende führen. Trauer im Herzen, Schwert in der Hand. Es sieht so aus, als hätten sich unsere Kämpfer großteils hierher zurückziehen können. Sowohl die Allianzsoldaten als auch die Leute der Befreiungsarmee. Rauban muss entscheiden, wie wir weiter vorgehen sollen. Lasst uns zum Kommandozelt gehen. Hört sich gut an. Dann mal ab zu Rauban. Da ist er ja schon. Ich habe bereits von Konrads Tod gehört. Wirklich ein schwerer Schlag. Ich habe ihn als Person genauso geschätzt wie als Strategen und Truppenführer. Ein wahrer Patriot, rechtschaffen, klug, besonnen. Solche wie ihn gibt es nicht oft. Er verdient unseren höchsten Respekt und unsere Dankbarkeit. Aber seine Seele wird erst wahren Frieden finden, wenn wir zu Ende führen, wofür er sein Leben gegeben hat. Es gibt kein Zurück. Ich denke, das ist allen hier bewusst. Und so werde ich voranschreiten, mit Trauer im Herzen, aber mit dem Schwert in der Hand bis zum Ende. Alamigo wird frei sein. Konrad, das schwöre ich dir. Darin sind wir uns alle einig, General. Doch wie sollen wir vorgehen? Die Galliar haben eine ihrer besten Einheiten ausgelöscht, um unsere Truppe aufzuhalten. Sie werden nicht zögern, erneut von Castrum Abania aus auf uns zu feuern, sobald wir uns in Schussweite wagen. Ja, wir wären ein leichtes Ziel, wenn wir noch einmal direkt angreifen, wenn nur die Kanone nicht wäre. Eines ist aber doch sehr merkwürdig. Warum haben sie nicht weiter auf uns gefeuert? Damit hätten sie einen Großteil unserer Truppen vernichten können. Wenn sie schon nicht davor zurückschrecken, ihre eigenen Leute niederzumetzeln, hätten sie doch bei uns erst recht nicht gezögert. In der Tat. Dauert das Nachladen vielleicht sehr lange? Denkbar. Aber da hätten die Galliar eine äußerst ineffiziente Waffe gebaut. Eine andere Möglichkeit wäre, dass jemand die Kanone sabotiert hat. Vielleicht ein gallischer Soldat, der den Mord an seine Kameraden nicht mit ansehen konnte? Das ist natürlich alles reine Mutmaßung. Na, dann gehe ich doch gleich mal nachsehen. Wenn ich mich alleine anschleiche, bleibe ich sicher unbemerkt. Aber Lise, was, wenn dir etwas zustößt? Du bist doch jetzt unsere Anführerin. Oder hast du Konrads Worte schon vergessen? Ja, Nago. Er hat mich zu seiner Nachfolgerin gemacht. Das weiß ich doch. Es kam auch nicht ganz unerwartet, weißt du? Konrad hat mich von Anfang an ermuntert, zur Befreiungsarmee zu stoßen. Schon damals, als ich zusammen mit Papalimo dort ankam. Aber ich habe immer abgelehnt. Ich sagte, ich gehöre zum Bund der Morgenröte und müsste neutral bleiben. Ich glaube, ich habe mich sehr lange selbst belogen. Ich war weder meine Schwester noch ich selbst.
aber eine Begegnung im fernen Osten hat mir die Augen geöffnet. Ich habe einen Anführer getroffen, der bedingungslos für diejenigen einsteht, die ihre Hoffnung in seine Hände legten. Jemanden, der nicht vor seiner Verantwortung wegläuft. Ich werde vorsichtig sein, das verspreche ich. Ich werde alles tun, um Konrads Wunsch zu erfüllen. Gerade deshalb will ich mir ja selbst ein Bild von der Lage machen. Oder wie soll ich Entscheidungen treffen, bei denen euer aller Leben auf dem Spiel steht, wenn ich keine Ahnung habe, was los ist? Die Befreiungsarmee untersteht nicht meinem Befehl, aber ich gebe zu, Bedenken. Den obersten Kommandanten in Gefahr zu bringen, ist unklug. Wie wäre es, wenn zumindest Historia mitgeht? Vorausgesetzt, sie ist einverstanden. Alter, habe ich eine Wahl? Was sagst du? Gerne, wenn es denn sein muss. Also am liebsten würde ich ja das wählen, aber ich habe ja eh keine Wahl. Also nimm mir den schönen Teil der Story. Gut, dann werden wir die weiteren Schritte nach den Ergebnissen eurer Erkundung beschließen. Eieiei, heute habe ich es wieder mit dem Lesen, Leute. Tut mir leid, dass ich dich da reinziehe. Alles ist so plötzlich gekommen, aber jetzt müssen wir es durchziehen. Na, wird schon werden, oder? Aha, geilo. Aussicht auf Hoffnung. Alle warten auf das Ergebnis unserer Erkundung. Also, lass uns gleich losgehen. Ich kenne da einen Ort, von dem aus man einen guten Blick auf Castrum Albania hat. Und zwar Niungrepf Rettung, ein altes Schiff hoch oben auf einem Felsen. Das ist ein tolles Aussichtspunkt. Alter, wie? Okay, egal. Gut, wir warten dann hier, bis ihr wiederkommt, zurückkommt. Oje, heute ist wirklich schlimm, Leute. Man sieht das Schiff von Weitem, aber der Aufstieg ist ziemlich schwierig. Schau dich doch schon mal um und sieh, welche Route dir am besten liegt. Wir treffen uns am Fuß des Felsen. Eieiei. Wo soll ich jetzt hin? Alles klar. Einfach mal straight drauf zu. Wird schon hindern. Oder auch nicht. Sehen wir dann. Hallo, fetter Grashüpfer, verlässt du heute bitte meinen Arsch in Ruhe? Danke. Hä? Ich soll da hoch? Bist du verrückt, Mädel? Hui. Servus. Wer bist denn du? Könntest du bitte endlich mal das Zeitliche segnen? Du nervst. Ich muss schon sagen, die Monster halten jetzt echt schon gut aus. Also die deinen jetzt auch schon relativ hart aus. Also, werde mich wohl echt langsam um besseres Gear umsehen müssen. Bist du etwa von einem Golem angegriffen worden? Puh. Der ist ganz schön groß. Er muss hier wohl früher irgendetwas bewacht haben. Also dann, machen wir uns an den Aufstieg. Aha. Muss das sein? Ich hab Schiss, dass ich da runterplumps. Puh. Ich bin das letzte Stück wohl ein bisschen zu schnell gelaufen.
Sieh dir dieses Riesending an. Es heißt Nionkrebs Rettung, weil Nionkrebs damit die Leute vor der großen Flut in Sicherheit bringen wollte. Die Legende erzählt, dass er es vom tobenden Meer mit einem starken magischen Stahl hier in die Berge heraufgezogen hat. Zu allen Zeiten gibt es Leute, deren Wunsch, anderen aus der Not zu helfen, so stark ist, dass sie Unglaubliches vollbringen. Das Schiff hier ist der Beweis. Okay, es ist die Arche Noah. Wie ist das eigentlich bei dir? Alle Welten nennt dich eine Heldin und setzt die allergrößten Hoffnungen in dich. Wahrscheinlich spürst du die Verantwortung genauso stark wie die Freude über deinen Ruhm. Aber du bist ein großes Vorbild für unzählige Überseher. Was du geleistet hast, hat das Leben sehr vieler Leute verändert, auch meines. Ich weiß, ich werde für mein Volk nie das sein können, was Hyen für die Domana ist. Aber ich werde ich sein und tun, was immer ich kann. Das bin ich all denen schuldig, die an meiner Seite gekämpft haben. Und dir natürlich auch. Ich werde bis zum Schluss kämpfen, Historia, das verspreche ich dir. Da ist Specula Imperatoris. Wenn Konrad nur ein paar Schritte weiter weggestanden hätte. Oder ich näher. Und ich kann es nicht fassen, dass sie ihr eigenen Leute darin begraben haben. Sieh nur, Rauch aus dem Hauptgebäude von Castrum Albania. Da muss ganz schön was kaputt sein. Das bedeutet, dass die Gallier fürs Erste andere Sorgen haben als uns. Nionkrebs Schiff, das den Leuten Rettung bringen sollte und die Kanonenfestung, die nur Tod und Verzweiflung bringt. Wie seltsam, dass diese beiden so nah beieinander liegen. Historia, du musst mir helfen, diese Quelle des Bösen zu zerstören. Gemeinsam schaffen wir es, vielleicht nicht nur wir beide, aber zusammen mit all unseren Kameraden, die Konrad Treue geschworen haben. Gehen wir. Wir müssen den anderen sagen, was wir gesehen haben. Ei, ei. Dann erzählen wir mal. Jetzt wissen wir also, warum die Gallier nicht weiter auf uns gefeuert haben. Sie konnten gar nicht. Wenn wir angreifen, bevor sie die Kanone repariert haben, hätten wir also eine gute Chance. Ja. Mal schauen, ob das funktioniert. Entschlossen voran. Noch alles heil? Der Pfad ist wirklich unwegsam. Aber jetzt schnell zurück nach Alagiri und Raubern berichten, was wir gesehen haben. Ei, ei. Komm, Schocki, heute bist wieder du dran. Komm, und los geht's. Jeha! Eieiei. Und mein Arsch war wieder zu knackig für den Grashüpfer. Ach, fürchterlich. Was haben die alle immer mit meinem Arsch? Ich tue ihnen ja nicht einmal was. Hab nicht einmal vor, sie zu töten oder wie auch immer. Oder sie zu schälen, zu kochen, zu grillen. Also, wie sieht es in Castrum Albania aus? Habt ihr etwas beobachten können? Ja, und zwar, dass dichter Rauch aus dem Hauptgebäude aufsteigt. Wir waren zu weit weg, um genaueres zu erkennen. Aber das muss wohl die Ursache gewesen sein, dass die Gallier nicht weiter auf uns geschossen haben.
Dann sollten wir schleunigst vorrücken und Castrum Albani attackieren. Wenn es keine Falle ist, aber vielleicht ist die Kanone tatsächlich defekt. Dann bekommen wir so eine Gelegenheit nie wieder. Ja, das wäre allerdings eine unverhältnismäßig aufwendige Falle, auch wenn es natürlich nicht auszuschließen ist. Wir müssen klug vorgehen. Ich schlage vor, zuerst einen kleinen Trupp ins Castrum einzuschleusen und den Kanonenkontrollraum zu sichern. Wenn die Galliar mit Reparaturarbeiten beschäftigt sind, ist der Raum bestimmt schlechter bewacht als sonst. Und falls der Rauch eine Finte sein sollte, tun wir erst recht gut daran, den Kontrollraum in unsere Gewalt zu bringen. Dabei müssten wir mit mehr Widerstand rechnen, aber sobald die Kanone in unserer Hand ist, können die Haupttruppen ungehindert an Castrum heranrücken. Ein überzeugender Plan, falls er gelingt. Denn wie sollen wir in eine so schwer gesicherte Festung eindringen, die noch dazu in höchster Alarmbereitschaft ist? Nun, zwischen Specula Imperatoris und Castrum Albania gibt es ein kleines Lager namens Radiata, wo ein Teil des Zivilpersonals der Gallia untergebracht ist. Wir haben Verbindungsleute dort, die unserem Sonderkommando einen Weg ins Castrum zeigen können. Das Netzwerk stammt noch aus der Zeit, als ich selbst für eine geheime Mission in Alamigo eingedrungen bin. Darf die Befreiungsarmee dieses Sonderkommando stellen? Viele von uns kennen das Gebiet hier wie unsere Westentasche. Ich würde den Trupp natürlich anführen. In diesem Fall sollte Historia, Alice und ich besser auch mitkommen. Als alte Kameraden können wir Lise bei so einer Mission nicht alleine lassen. Ihr seid mir vielleicht unverbesserliche Draufgänger. Alle zusammen. Aber ihr habt recht. Ihr könnt wahrscheinlich unauffälliger agieren. Ich übertrage euch hiermit die Eroberung des Kontrollturms. Wir halten die Truppen angriffsbereit. Gebt uns nur ein Signal, sobald ihr die Kanone gesichert habt. Tja. Vielen Dank, dass du nicht gezögert hast, Lise zu begleiten. Wir müssen sie so gut es geht unterstützen. Aber betrachte es nicht nur als Freundschaftsdienst an Lise. Castrum Albania ist die wichtigste gallische Befestigungsanlage in den Sinnen. Es könnte durchaus sein, dass auch Grille dort gefangen gehalten wird. Und die Kaltblütigkeit der Galliar hat auch mich erschüttert. Jetzt liegt es an uns, wir müssen diesem Schrecken ein Ende machen. Wenn wir Erfolg haben, sind wir nicht nur die Befreier Alamigos einen Schritt näher, sondern auch Grilles Befreiung. Ja, mal schauen. Ob das hinhaut, weiß nicht. Seht ihr noch ein bisschen schwarz? Zu den Dienern des Feindes. Gehen wir noch einmal alles durch. Als erstes müssen wir nach Osten, zu diesem Lager namens Radiata. Während ihr auf Erkundung wart, habe ich mich in Alagiria etwas umgehört. Dabei kam auch Radiata zur Sprache. Es scheint kein angenehmes Pflaster zu sein. Wie man mir sagte, leben dort hauptsächlich Bedienstete der Galliar, die in Specula Imperatoris oder Castrum Albania verschiedene niedere Arbeiten erledigen. Ja, viele in der Befreiungsarmee sehen sie deswegen als Verräter, die sich an die Galliar verkauft haben. Ein harsches Urteil, wenn auch verständlich, wenn es von jemandem kommt, der sein Leben für Alamigo zu geben bereit ist. Aber man muss auch bedenken, dass sie vielleicht Familien haben, die sie irgendwie ernähren müssen. Der Verbindungsmann in Radiata, den Bibin gemeint hat, ist genau genommen eine Verbindungsfrau, eine Lohengard-Rogadin. Sie dürfte also leicht zu erkennen sein. Wir sollen das Losungswort Mut erwähnen. Verstanden. Dann nichts wie los. Nago wird die verlässlichsten unserer Kämpfer aussuchen und dann mit ihnen nachkommen. Gut. Wir nehmen die Route direkt über Specula Imperatoris. Unter den momentanen Umständen ist kein Weg sicherer als der andere. So. Da sind wir schon mal ein Stück vorgerusht. Keine Spur von Gallian. Lasst uns nicht zu lange hier herumstehen. Weiter zum Specula Imperatoris. Alles klar. So.
sieht alles relativ ruhig aus, würde ich sagen. Möchtest du Specula Imperatoris betreten? Yep. Dankeschön. Uiuiuiuiui. Also die Verwüstung ist schon ein bisschen hart, ey. Und die Gegner natürlich auch. Ein bisschen Hilfe bekommen. Alligator. So. Komm, Schocki. Weiter geht's. Wir müssen da lang. Alles klar. Alter, die Verwüstung, ey. Servus, Herr Greif. Nein, ich bin kein Feind. Es waren also doch noch einige Gallier hier versprengt. Wenn Lise nicht so schnell reagiert hätte. Lasst uns nicht warten, bis die nächsten auftauchen. Denkt daran, wir müssen uns vorsichtig an Rediata annähern und die Lage zunächst von außerhalb der Siedlung sondieren. Ja, ja, ja. So. Eieiei, immer so kurze Wegerchen, ey. Ah, gleich kommt sicher wieder so ein Feitchen. Feitchen, sagte ich, und kein so ein Mega-Robo. Das ist ja beschiss. Voll nicht okay, so ein fettes Teil, ey. Ey, Robo, könntest du bitte in die Knie gehen? Danke. Ey! Nicht auf Schoki schießen! Der kann mal überhaupt nichts dafür. Schoki, nicht in der AOE stehen. Das ist ganz schlecht. Weißt, dabei sagt man, Schokobos sind so klug. Hallo, Greif. Freut mich. Bitte friss mich nicht. Hallo, du, was? Jamel. Einfach Kamel. Obwohl, ganz schön groß für ein Kamel, aber egal. Bestens, keine Spur von Gallian. Wahrscheinlich sind sie alle mit der Reparatur der Kanone beschäftigt. Jedenfalls müssen wir zuerst die Rogadyn-Informantin finden, bevor die Gallier ihr Geschütz wieder flott gemacht haben. Ja. Wird doch alles easy sein. So. Aber easy erst die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.